Hallihallo, ihr lieben Bastelwütigen und Papiersüchtigen da draußen. 5 Tage ist es her, da habe ich euch das erste Video zu diesem Berlin einfach tierisch Album gezeigt. Da habe ich angefangen, da war das Cover schon fertig und habe die Seiten dann einfügen wollen und habe gedacht, das mache ich mit euch zusammen. Erstens kommt alles anders und zweitens, als man denkt. 5 Tage hat es gebraucht, hier alles richtig festzumachen, reinzukleben, zu sortieren und auch ich habe die Fotos jetzt alle schon drin. Es fehlen nur noch die Textzeilen, das sind persönliche Anmerkungen. Das mache ich irgendwann später, weil ich muss mich auf den nächsten Kurs vorbereiten. Und darum muss das von dem Tisch. So sieht es jetzt aus. Ich habe hier, weil ich gemerkt habe, dass diese Seiten, die ja im Prinzip wie ein Riesenleporello funktionieren, die haben angefangen nach innen zu kippen. Das war viel zu groß. Also musste da noch ein Verschluss hin. Vorne wollte ich nichts machen, mit Schleifen passt nicht. Ich habe, wie gesagt, diese Pringles-Dose, nein, die Stapel-Chips-Dose habe ich halbiert, habe den Rücken, den Boden beibehalten, habe den beklebt, habe hier außen ein Zebra Animal Print Plüschstoff raufgesetzt, habe hier einen Kaffeesack zerschnitten, habe den schön kruschig da raufgeklebt, alles mit Heißklebe, damit die Falten auch, dass das alles so bleibt. Schön gefranst an den Rändern und das franst immer noch nach. Das ist okay, das soll so sein. Ich hatte mir so ein paar Gimmicks bestellt, die sollten eigentlich als Dingeldangel hier hinten ran, aber das habe ich dann verworfen. Dann habe ich die halt oben auf die Buchstaben rauf gemacht. Die großen Buchstaben, das sind die 5 cm Buchstaben, einmal in Moosgummi ausgedruckt und einmal habe ich hier als Grundlage die Buddybären genommen und hier habe ich von dem, heißt das Kaleidoskop von Graphics 45. Da habe ich ja noch was übrig, habe das Wort tierisch ausgestanzt, habe das aufeinander geklebt und habe das hier mit Heißklebe drauf gemacht. Und durch die Falten und durch das Unebene sind natürlich auch die Buchstaben etwas uneben. Stört mich aber überhaupt nicht. Das einfach habe ich, da habe ich in meine Restekiste an Buchstaben gegriffen, habe das auf einen Mix von Resten, die ich gerissen habe, aneinandergesetzt habe und einfach noch dazwischen geklebt. Die großen Zahlen für das Jahr, die sollten eigentlich hier hin, aber das gefiel mir nicht. Das war zu groß. Darum habe ich das nochmal umdisponiert. Habe die hier auf die Viertelrundung gesetzt. Das finde ich ganz nett. Das finde ich ganz gut. Und wenn wir das öffnen, dann haben wir ja dieses Highlight hier, mit dem ich hier nicht richtig glücklich bin, aber das ist jetzt so, das ist mein Buch und ist meine persönliche Note, ist so. Auch muss ich mir hier noch was einfallen lassen. Ich habe hier tatsächlich von dem Plüschzeug, das habe ich versucht gerade zu schneiden und da habe ich natürlich von dem Papier ein bisschen was abgerissen. Wohlwollend könnte man sagen, ja, da schwebt eine weiße Wolke. Keine Ahnung, was ich da noch mache, ob mir da noch was einfällt. Die Tiere habe ich so ein bisschen in 3D-Technik und habe sie halt in diese Vertiefung der halbrunden Box so reingesetzt, damit es schön plastisch wird. Das finde ich total gelungen, das finde ich richtig knuffig, richtig hübsch geworden. Habe das alles mit Mod Podge, glaube ich, übergestrichen, damit es nicht ganz so empfindlich ist. Ist halt nur Fotopapier und man grapscht ja dann doch ran und gibt ein bisschen Stabilität und ja, jetzt sieht es so aus. Wie gesagt, ich hatte ja so Riesenleporellos mir eingebildet und mir ist tatsächlich dann grob fahrlässig dann nochmal ein Fehler unterlaufen. Ich habe die Dinger vertauscht und somit hatte ich hier an dieser Seite die Klebelasche, wo das hier am Rand festgemacht ist, an der falschen Seite. Da musste ich da nochmal alles umdenken und anders machen. Und ja, nun geht's aber, hoffe ich, denke ich. Wir hatten angefangen, wir waren zuerst im Tierpark in Friedrichsfelde, ist es. Mein Mann ist da als Kind das letzte Mal gewesen. Mein Sohn ist in der Schulzeit mal da durchgetigert und ich kannte dieses Teil gar nicht. War also für mich das erste Mal. Hier bin ich auch noch am Überlegen, ob ich eventuell noch was rauf mache. Ich habe hier das Foto vom, wo wir am Bahnhof losgefahren sind, aber hier sind wir halt mit dem Auto hingefahren.
Und ja, darum gibt es kein Bahnhoffoto von uns. Der Lageplan, ob da noch was zukommt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir öffnen das und wir beginnen mit dem Eingang. Es gibt ja wohl offensichtlich zwei verschiedene Eingänge. Wir sind bei dem alten rein. Wo habe ich denn meine? Hier, die habe ich nämlich noch übrig. Und ich hatte ja in dem letzten Video gezeigt, diese Teile mit so einem kleinen Hängerchen, und die wollte ich dann hier immer so ranmachen. Aber die waren winzig und ich weiß, dass mir das vom Platz her zum Schreiben nicht reicht. Darum habe ich die noch mal größer ausgedruckt. Und dann habe ich ja diese noch. Da hatte ich überlegt, ob ich eventuell was mit einem Paperclip mache, aber das ist mir zu weiß. Entweder wird das noch bearbeitet oder es bekommt noch einen Hintergrund und wird dann einfach so dazwischen noch geklebt. Das weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Das heißt, wir blättern zuerst in diese Richtung, so wie man ein Buch blättert. Nein, man blättert ein Buch andersrum. Ne? Aber es ist so, weil ich das, wie gesagt, vertauscht hatte. Das sollte eigentlich hier hin und das hätte hier gemusst. Alles verdreht. Und mir hat natürlich der Platz dann auch nicht gereicht. Ich musste dann tatsächlich an einigen Teilen, musste ich noch Zwischenseiten einkleben. Da war ich ganz überrascht. Ich wusste gar nicht, dass die Buddybären da alle stehen. War ganz nett. Stehen ja da überall diese Bronzefiguren. Ist ganz nett. Ich habe hier also, hatte ich ja erzählt, dieses graue, eigentlich ist das grau das Papier, und hatte in dem letzten Paket von Action, wo ich immer dieses Papierpaket, 1 Kilo Papier kaufe, da waren die diesmal eingefärbt bei, und habe dann dazu mir halt noch was gesucht, gerissen und habe das geinkt. Und an etlichen Stellen habe ich das vergessen. Ich war so ein bisschen in Eile. Ich wollte es schnell fertig haben, weil, wie gesagt, mir sitzt der Kurs im Nacken. Aber ist nicht dramatisch. Und habe dann als hier immer als Mattung irgendwas Natürliches, Holz oder Stein oder bei den Pandas habe ich dann dieses, nicht Schilf, sondern Bambus habe ich als Hintergrund, also eine Sachen. Und das sind Poster aus den Jahren von 1956 bis relativ aktuell. Habe ich mir Bilder aus dem Netz gesucht und habe die alle aneinander gesetzt und habe die schön auf Fotopapier ausgedruckt. Darum sind die auch so schön brillant in der Farbe. So, und dann legen wir das Ganze zurück und dann blättern wir in die andere Richtung. Die Giraffen da am Tierpark, das haben die wirklich schön gemacht. Da haben sie so eine afrikanische Hütte gebaut. Das ist die Kuppel von dieser Hütte. Und man hat wirklich die Möglichkeit, wenn die Giraffen dann hier rankommen, dann sind die einem ganz nah. Das ist schon toll. Hier habe ich auch wieder so ein bisschen 3D angedeutet. Ich glaube, das ist dieselbe. Ich habe sie nur dann halt nochmal von woanders, habe die einfach davor gesetzt, weil das ist derselbe Baum mit denselben Steinen. Aber ist ein netter Effekt. Das ist so eine eingesetzte halbe Seite. Da habe ich dann einfach mit einer Klebelasche hier nochmal rangesetzt. Und somit habe ich mehr Platz gehabt. Die beiden Tigerbabys, die haben wir tatsächlich im. Da sind sie keine Babys mehr, aber die haben wir im Fernsehen groß werden sehen. Das ist ganz witzig, wenn man das dann in Natura sieht. So, meine Güte, wie bei Kindern sind die groß geworden. So, und weil das ja ein Park ist, gibt es natürlich auch viel schönes Grünzeug, schön bepflanzt. Also haben sie ganz nett gemacht, ganz schön gemacht. Dann haben sie ja neu angelegt, diese Steppenlandschaft. Da gibt es also keine Gitterstäbe, kein Drahtzaun, kein nichts. Es ist wirklich, man kann da frei rüber gucken. Da sind keine Scheiben im Weg. Und jetzt haben sie wirklich ganz wild mit Gräsern. Hier liegen Knochen rum. Ein Schädel von irgendeinem gehörnten Vieh, keine Ahnung. Das habe ich dann auch erst auf den Fotos zu Hause gesehen, als ich das größer gezogen habe. Das ist ganz witzig. Haben sie schön gemacht. Und dann haben sie angelegt, ja, ein Hügel. Da ist wohl ein Hügel mitten in dem Gelände. Und da kann man den Himalaya, kann man denn da hochschreiten. Da ist ganz viel mit diesem Bambus gepflanzt ringsrum, so Steinhaufen, denn diese Gebetsbänderketten.
Dann gab es ein Gelände, wo man diese roten Pandas sehen konnte. Da ist man so hochgelaufen und man hat die unten laufen sehen. Das war auch ganz schön. Die hatten ihre Ruhe. Ist auch nicht eingegittert, eingezäunt. Man ist halt auf so Stelzengängen ist man dann halt durch und hat das schön sehen können. Hier habe ich zum Beispiel, hier ist das Schilf hinter. Ich mache ja auch immer Naturaufnahmen von Büschen, von Bäumen, von Sträuchern und die kann ich dann immer gut als Hintergrund nehmen. Und das ist halt ein Foto, was ich gemacht hatte und das habe ich hier als Hintergrund genommen. Und da waren wir dann oben. Da ist noch so, da ist ein großes Freigelände, da sind so Feldsteine aufgetürmt, da toben dann die Kinder dran rum und ganz nett. So, das ist dann der Tierpark. Relativ kurz und knackig, aber das ist okay. Will ja hier keinen Roman erzählen und keinen, ne? So. Und das sind Knöpfe aus Fimo, die ich vor unendlich vielen Jahren mal gemacht habe. Die habe ich jetzt wiedergefunden. Da habe ich irgendwas habe ich da reingedrückt in so eine Fimo-Platte und habe das dann ausgestanzt. Löcherchen rein, ganz einfach zu machen. Aber die passten hier wie A auf einmal. So, und dann sind wir ja 2 Monate später, sind wir in unseren Zoo gegangen, in den Berliner Zoo. Da sind wir tatsächlich mit Bus und Bahn hingefahren. So, das Elefantentor, was sie ja vor ein paar Jahren wieder neu gemacht haben. Das gab es schon mal zu Arno Duddel. Und dann haben sie das neu gebaut und ist ganz nett. Und was ich überhaupt nicht wusste, dass sie ja so wahnsinnig viel in unserem Zoo gemacht haben. Was ich nicht wusste, ist, dass es keine Eisbären mehr gab. Gar keine Eisbären mehr. Wir waren das letzte Mal im Zoo, da war Knut 5 Monate alt. Und seitdem ist wahnsinnig viel passiert. Es gibt gar keine Eisbären mehr. Ich wusste gar nicht, dass wir eine ganze Zeit keine Löwen hatten im Berliner Zoo, aber da gibt es jetzt, wir sind 3 Geschwister. Die sind da vor einem Jahr oder so eingezogen, keine Ahnung. Und das ist die Nashornpagode. Sehr beeindruckend, sehr schön gemacht. Und was mir als erstes aufgefallen ist, dass die Tiere in den neuen Gehegen, sie sind runter von den Fliesen, Kachelböden, sie sind runter von den Betonböden, sie dürfen auf natürlichem Grund stehen. Und das fand ich sehr angenehm, sehr schön. Also, da habe ich mich richtig gefreut. Das ist die Pagode von innen nach oben fotografiert. Das ist vom Eingang noch so ein. Da haben sie so ein Dingelchen hingestellt. Und der starrte ganz fasziniert die ganze Zeit raus. Und dann haben wir rausgefunden, da draußen lag nämlich ein Kumpel von ihm, keine Ahnung was. Und die sind vergesellschaftet zum Beispiel mit Wildschweinen. Der hat ganz lange überlegt, ob der da hinten dran vorbeigeht, ob er das sich traut. Der hat sich keinen Millimeter bewegt. Und dann können die, wenn es denen zu viel wird, zu eng wird, die Wildschweine können hier durch, aber da kommen die Nashörner nicht durch. Das haben sie ganz gut gelöst. War sehr ansprechend, sehr schön. Und durch das viele Tageslicht, war wirklich gut mit richtigen Grünpflanzen, mit Wasserläufen, mit kleinen Wasserfällen und richtig schön. Das ist auch so eine Seite, die ich hier anhängen musste. Das ist auf der Brücke, wo man rübergeht in das erste große Gelände, was sie vor etlichen Jahren mal gebaut haben, wo sie da auch Tiere vergesellschaftet haben. Da steht da der Bär. Das ist eine Perspektive, die ich von der Siegessäule noch nicht kannte. Dann haben sie in dem Raubtierhaus und auf den neuen Wegen, die sie angelegt haben, da haben sie überall in den Beton, hier ist ein großes Blatt reingedrückt, hier haben sie Fußstapfen von Tieren in den Betonboden reingedrückt. Das fand ich sehr interessant. Überall findet man solche Stellen, da sind andere Tierspuren, das war witzig. Und dann haben sie gemacht, so sind das Plaketten, keine Ahnung, die sind relativ groß und da kann man dann, wie fühlt sich die Zunge von einem Raubtier an, wie fühlt sich der Rüssel, die Nase von einem Tapir an. Da hätte ich gerne mehr von fotografiert, aber das habe ich irgendwie verpeilt. Das fand ich sehr gut. War richtig gut gemacht. Auch in unserem Zoo in Berlin gibt es schöne Bepflanzungen. So, das war hier ein bisschen wie Catwalk, ne? So, die längsten Beine, die schönste Frisur und das schönste Augen-Make-up. Ja, Vögel haben wir halt viel. Dann habe ich ein bisschen Historisches, weil dieser Zoo ist eben 175 Jahre alt, 1844 gegründet.
Das zum Beispiel ist das alte Elefantentor. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. So sah das früher mal aus. Dann hatten wir ein Faunhaus, das wie ein ägyptischer Tempel errichtet war. Aber als 1943 dann die Bomben gefallen sind im Krieg, da wurde das zerstört und das haben sie abgerissen und das haben sie auch nicht wieder aufgebaut. Das ist das alte Elefantenhaus und das ist in, das nach den Bombenangriffen. Hier ist das alte, das zerstörte alte Elefantentor. Das ist das halb zerstörte Antilopenhaus. Das haben sie aber wieder aufgebaut, bis auf das hier hinter. Das ist nicht, aber das hier vorne, das haben sie wieder rekonstruiert und nachgebaut. Der einzige Elefant, der überlebt hat, das war der Siam. Der war eigentlich für Zirkus Krone gedacht und der war aber da verhaltensauffällig und dann wollten die den wieder loswerden. Und somit ist er in den Zoo Berlin gekommen und der hat dann tatsächlich beim Räumen und Rümpeln hat der tatsächlich geholfen. Das ist der einzige Elefant, der überlebt hat. Traumatisiert natürlich. Alle anderen sind umgekommen. Hier ist der Löwenfelsen, den es heute noch gibt. Die armen Viecher. So, und dann geht es hier genauso. Wir klappen das zurück. Und dann geht es nochmal in die andere Richtung. Das ist das neue Raubtierhaus und das alte Raubtierhaus, das war wirklich, das war ein Sündenfall. Das war so gruselig, ich bin da auch gar nicht mehr reingegangen im Erwachsenenalter. Das haben sie wirklich schön gemacht. Alles auf natürlichem Boden, die sind auf irgendeinem Lehmboden oder Sand, sie haben Bäume drin, sie haben die Taue zum Kratzen, was zum Klettern, was zum Verstecken, viel Tageslicht und dann sind sie nur durch eine Scheibe getrennt. Das ist wirklich, man steht da und man ist wirklich ganz nah bei den Tieren und das ist wirklich immer die Frage, was sehen die durch die Scheibe, was nehmen die wahr, wie sie aber reagieren, müssen sie schon sehen, was da draußen los ist. Das ist eine. Das war eine Computeranimation von dem Raubtierhaus. Das ist dieser Löwenfelsen, den gibt es schon ganz lange und dann haben sie das neu dazu gebaut und ist wie so ein Dreieck angelegt und ganz nett. So, dann haben wir ein Okapi. Ich liebe Okapis. Ich weiß gar nicht warum, aber ich finde die so schön. Ja, es war nur eins, es ist immer dasselbe. Wobei hier ist es jünger, hier ist es älter. Da hat es ganz kleine Hörner und hier sind die Hörner schon etwas größer. Das sind die Fotos von mir und das habe ich im Netz gefunden. Ich fand das so von der Position her, fand ich das sehr schön. Und hier ist dieses Antilopenhaus, Giraffenhaus, was sie dann wieder aufgebaut haben. Das ist tatsächlich das älteste Gebäude im Zoo. Das gehört auch noch. Das ist dahinter dran, daneben dran. Das ist ganz in der Nähe da. Das ist auch ein älteres, aber nicht ganz so alt wie das andere. So, und dann haben wir ja diesen Bambusgarten bekommen. Ist auch sehr schön angelegt. Aber hier fehlt mir irgendwo eine Seite. Irgendwas fehlt mir hier. Da habe ich noch mehr Bilder gehabt. Ist hübsch gemacht, haben sie schön angelegt. Und die Viecher, die sind ja auch drollig. Da gibt es ja nichts. Jetzt muss ich noch mal gucken. Ich muss noch mal in die andere Richtung gehen. Habe ich was vergessen? Ja, das habe ich dann durch das Umsetzen ist es am falschen Ende sozusagen. Knuffe ich dir. Ja, das ist das Berlin einfach tierisch Album. Jetzt habe ich nur noch mein von meinem 60. das, was ich dann vom letzten Jahr noch nachholen muss. Und dann bin ich damit durch und dann können wir uns auf neue Dinge stürzen. Ich finde es schön, ich mag es leiden. Ja, so viel dazu. Und dann habe ich hier schon angefangen. Wie gesagt, ich bin ja am Vorbereiten für den nächsten Kurs. Und was das wird, das seht ihr bald. Viel Stanzen, viel Frickeln, viel Klein, viel Filigran. Und das ist nur ein Musterstück. Nein, das wird aber dann, das wird ein Projekt, was nachher auch raus darf, zum Volk darf.
Ja, freue ich mich schon drauf. So, ihr Lieben, das war's für heute. Gar nicht so lang, gar nicht so schlimm, gar nicht so viel. Gehabt euch wohl, bleibt gesund und bleibt kreativ. Tada!